knutschen wir den erstmal tot. Nein, nein, das ist die einzige Attacke, die ich hier machen kann. Fee hilft gut. Du hast noch eine Fee. Ich weiß, sie ist Psycho und hat echt einen Nachteil, aber ich hoffe, sie kann wenigstens eine Attacke machen. Nee, kann sie nicht. Shiori, hoffentlich hat sie einen höheren Initiativewert als der... Und dass es dann mit Zauberschein pulverisiert ist. Nein, hat sie nicht. Tut mir leid, Shiori. Jetzt müsste Aussetzer weg sein, oder? Rein theoretisch müsste doch jetzt Aussetzer weg sein. Als ob! Ist doch sowas von... nervig. Das ist sowas von ätzend, ey. So, die erste Attacke geht daneben, habt ihr mir erklärt. Das macht jetzt wieder Hälfte. Nee, doch nicht? Wow. Ah, bin ich dumm? Aber ich dachte, der ist Fee. Bei Fee hilft doch normal Attacken. Ich finde seinen Effekt unglaublich gemein, dass die erste Attacke nicht trifft. Schlag dich selber. Alter, du bist verwirrt. Schlag dich einfach selber, du Drecksvieh. Ja, klar. So, Corazon war jetzt was? Geist. Einäschern. Katapult weg. Jetzt könnte ich ja rein theoretisch Dino nochmal nehmen, oder? Der hat ja eine Feenattacke.
Das bleibt aber echt komisch auf, wenn es so geschmissen wird. Ja, aber ich kann mich so heilen. Oh, er macht Fluch. Wow. Los, Dino, du schaffst das. Noch zweimal knutschen, dann ist er hier. Oh, Dino. Oh nein, der Fluch trifft uns. Sorry, du musst da durch. Du hast super gekämpft, Dino. Vielen Dank. So, wer darf den letzten Schlag machen? Eigentlich bräuchte Oliver die Erfahrungspunkte. Und mit Geistattacke, wenn er als erstes angreifen kann, ist gut. Wenn er nicht als erstes angreifen kann, ist er halt tot. Oder ich mache Ajax. Ich probier's mal mit Ajax. Uff, knapp. Ich mache aber jetzt Aquavelle. Weil wenn er nicht da irgendwie angreift, dann kann ich wieder nicht treffen mit Tiefschlag. Ah, ich erreiche Level 35. Gengar. Ach du Scheiße. Ich hoffe, Mina hilft genauso gut gegen Gengar wie gegen Apollo. Mein letztes Pokémon ist ganz allein. Wie traurig, wie beängstigend. Ich mache aber den Borschnabel, oder? Oder soll ich deiner dunkel machen? Deiner Düse oder deiner dunkel? Was sagt ihr? Eine Geistattacke oder eine Flugattacke? Dunkel. Gut. Ich habe dunkel bekommen. Gengar, Gainer Dynamax. Tauche alles in Dunkelheit. Oh mein Gott, wie sieht denn Gengar aus? Was zur Hölle? Als ob der nicht schon gruselig genug wäre. Mina reißt sich zusammen und bash ihn weg. Giga-Spuksperre funktioniert wie Wegsperre? Was? Das konnte ich nicht lesen. Was ist das? Oh Gott, Mina! Wie krank! Wie cool! Wenn er zuerst angreifen kann, bin ich tot. Ich muss ihr was zum Heilen geben. So. Wir dürfen beide nur noch einmal angreifen, dann digitieren wir uns beide wieder zurück. Deswegen würde ich jetzt gerne nochmal angreifen, wenn er mich lässt.
Oh, klar. Als ob. Du hast gut gekämpft, Mina. Super gemacht. Guck dir mal das an. Oh mein Gott, der arme Oliver. Oliver! Die Wand. Er durfte ja zuerst angreifen, also wäre es egal gewesen, Dino, was ich getan habe. Es ist einfach total egal gewesen. Ich muss ihn heilen. Mir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Ah, okay. Ja, wir haben verloren. Tja. Ich hätte Ajax geopfert. Ich opfer jetzt Zitas und weg und belebe nochmal Ajax. Wenn Tiefschlag zuerst angreifen darf, dann habe ich nämlich ihn besiegt. Hypnose. Los, lass es fehlschlagen, lass es fehlschlagen. Okay, Zitas schläft. Dann belebe ich noch ein Pokémon wieder, weil der so schnell wacht er nicht auf. Ihr müsst doch mal an Ajax glauben, Alter. Seid ihr alle fies. Zitas hätte es nicht geschafft. Mina erreicht Level 36. Er hätte das nicht geschafft. So stark bist du also. Vor Schreck wäre mir fast meine Maske runtergerutscht. Uff, war das knapp, Mann. Tja, ich würde sagen, ein spannender Fight, oder? Und Ajax, siehste, er entwickelt sich. Ist doch cool. Hat er sich verdient. Ihr habt alle super gekämpft. Bin richtig stolz auf mein Team. Wir haben uns da durchgeboxt. Inteleon. Die Wasserschüsse aus seinen Fingern erreichen Geschwindigkeiten von bis zu Mach 3. Mit seiner Nickhaut erkennt es Schwachpunkte des Gegners. Doch hätte sie das Gengar war One-Shot. Oh, Entwicklung! So. 60, 100, 80, 100. Dann mache ich Aquawelle weg. Inteleons Präzisionsschuss ist cool. Am besten klapp's weg. Ja, und sein Pokédex-Eintrag ist bei Schwert cooler. Wie heißt denn der bei Schwert? Wow, du bist zu stark für mich. Hier, der Geistorden.
kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 40 fangen. Mach weiter so. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Nioh-Aru. Als Anerkennung deiner Leistung überreiche ich dir diese TM. Würde. Ja, die hat mich fast fertig gemacht. Eine Attacke, bei der der Anwender das Ziel bedrängt, fügt Zielen mit Statusproblemen hohen Schaden zu. Und als Andenken eine unserer Uniformen. Den Geisterorden hast du dir so verdient, Aru. Ja, das kannst du aber laut sagen und mein Team erst. Dass er mit seinen Häuten unter den Armen fliegen kann, aha. Woll? Woll? Ah, hallo, mein Süßer. Ich glaube, mein Woldi mag dich. Prima, dass ich dich hier treffe. Du kennst doch die berühmte antike Stätte von Pasbek, oder? Nun, angeblich soll sie mit der Heldengeschichte von Galar zusammenhängen. Allerdings scheint mir das, was heute noch dort oben zu sehen ist, kein Original aus alten Zeiten mehr zu sein. Ich würde dir die antike Stätte gern zeigen. Nachdem du mir letztes Mal schon einen hilfreichen Denkanstoß gegeben hast, würde mich deine Meinung dazu interessieren. Boom. Was in aller Welt war das für ein Geräusch? Kam das etwa von der antiken Stätte? Schnell, lass uns nachsehen. Komm, Woldi. Schlaf schön, Dino. Sind meine Pokémon geheilt? Ja, sind sie. Cool. Ajax hat sich entwickelt, deswegen kommt er ganz nach unten, weil das ist jetzt die letzte Entwicklung von ihm. Das finde ich cool, dass es danach wieder geheilt ist, dass man nicht danach zum Pokémon Center rennen muss. Was passiert da oben? Bevor wir irgendwas passiert, speichern wir erstmal. Ich wollte nicht auf mein Fahrrad drücken, ich wollte die ganze Zeit speichern. Reiß alles ein. Hör erst auf, wenn wir auch den letzten Wunschstern gefunden haben. Ich werde so viele Wunschsterne auftreiben, dass der Präsident mich mit Dankbarkeit überschütten wird. Patinaraya, als Pokémon des Liga-Präsidenten solltest du dich glücklich schätzen, an meiner Seite für ihn Wunschsterne suchen zu dürfen. Spinnt er? Nicht du schon wieder. Ah, ich verstehe schon, was hier vor sich geht. Du willst mir die Wunschsterne wegnehmen, um dir die Gunst des Präsidenten zu erschleichen. Ein perfider Plan, das muss ich dir lassen. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich dir das durchgehen lasse, oder? Niemand stellt sich zwischen mich und dem Präsidenten, ist das klar. Mitodos. Da er nur eine Angriffsattacke hat, hau drauf. Durch diese Aktion ist mir quasi schon klar, was ihr drauf habt. Ist es eine physische Attacke? Nee, das müsste doch eine spezielle Attacke sein, oder? Halt durch, Dino! Knutschi nochmal, das sollte es dann gewesen sein. Hoffe ich doch. Nein, nicht ganz. Schade. Ein bisschen Entspannungskampf nach der Geisterarena. Ja, für Dino leider nicht. Es hat nicht ganz gereicht. Hätte er ihn mal ein bisschen doller geknutscht. Ja, ein Supertrank. Natürlich musst du jetzt einen Supertrank einsetzen. Hä? Das ist sehr effektiv, ja. Warum? Bei Überheblichkeit übersehe ich da irgendwas? Manchmal haut es so stark rein und manchmal hilft es überhaupt nicht.
Weißt du was? Ich probier's mit Bohrschnabel, ist mir egal. Tschüss. Ich probier's jetzt noch mit Bohrschnabel, ist mir egal. Eine andere Attacke nehme ich jetzt einfach nicht mehr. Hypnomorba. Ja, ich mach jetzt ganz kurz, damit ich Dino wiederbeleben kann. Ah, okay. So, ich muss aber ganz kurz Dino wiederbeleben. Oh Gott, ist das Pokémon groß. Guck mal. Damit er auch mal Erfahrungspunkte hier kriegt, sonst bringt das ja alles hier nichts. So, Ajax. Tiefschlag. Es ist fehlgeschlagen. Warum? Weil er Trugträne macht. Aha. Probier's nochmal. Super! Oh Gott! Nein, auch noch verwirrt! Tja, wenn du jetzt nicht Tiefschlag triffst und dich selbst haust, ist es vorbei! Super gemacht! Ajax erreicht Level 36, Sitas 28, Oliver 27, Dino 28, Shiori 31. Primano. Primano ist auch ein Psycho-Fuzzi. Du bleibst da. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das süß! Entschuldigung. Oh mein fucking Gott, ist das so süß! Es ist so süß! Guck dir mal den Präzisionsschlag an. Ja, mache ich. Ich muss nur kurz heilen. Die Attacken meiner Pokémon sind einfach herausragend, oder nicht? Ja, das ist echt süß. Ajax! Ey! Dein fucking Ernst! Ich habe das Gefühl gehabt, dass Psychstrahl bei jedem Mal schlimmer geworden ist. Es ist verwirrt. Du musst... Ja, eigentlich muss er treffen, sonst ist er hier, oder? Oder soll ich nochmal heilen? Volle Kanne drauf. Nee, ich belebe erstmal wieder. Du hast gesagt, ich soll mir das angucken, also gucke ich mir die Attacke an. So. Ajax, wir wollen diese eine Attacke von dir sehen, die neue. Wie geil! Boah, sah die cool aus! Cool, Alter! 007 lässt grüßen! Ponita! Ich muss einfach gewinnen für Liga-Präsident Rose. Ist Ponita jetzt eigentlich ein Psycho oder ist Ponita ein Fee-Pokémon? Ich will erstmal Mina wiederbeleben hier. Hat sie verdient. Weil das Problem ist, ich möchte ja eigentlich auch Ponita im Team haben, aber ich habe ja schon ein Psycho, das ist ja die Zipfelmütze, also ich habe ja schon Shiori dabei. Und Shiori ist ja Psycho. Ach, verdammt. Sag ich doch, alle Starter haben so eine eigene spezielle Attacke, die mega cool aussieht.
Hau es weg! Los, mit der Wasserkanone! Einfach erschießen! Aber Ponita sieht einfach so süß aus. Ich muss es mit dem Team haben. Mindestens bis es sich entwickelt, weil ich weiß nicht, wie sie aussieht, wenn sie Galoppe ist, ob sie denn immer noch so süß ist. Da muss ich irgendwas falsch gelaufen sein. Ich verlange eine Wiederholung. Katze knicken. Wie kann das sein? Warum kommt mir ständig so ein Taugenichts wie du in die Quere? Ich bin der Auserwählte des Präsidenten. Ich bin es, der den Champ besiegen soll. Der Elite-Trainer, dem die Zukunft Galas anvertraut werden soll. Und trotzdem. Arena-Challenger.